Aber hallo. Na? Muss ja schon irgendwas getriggert sein, wenn ich schon wieder komme. Na? Alter. Kannst du fast die Hand geben und triffst mich. Immer weiter feuern. Feuer du mal weiter, wenn du tot bist. So. Das war's doch schon. Hab ich die schon? Ne. Komm, dann schauen wir mal, ob wir da jetzt durchkommen. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Ja, aber da hinten haben wir schon durchsucht, dazu können wir da ruhig durch. Das. Kasse. Kasse. Ja, wer ahnt denn, dass hier noch mehr Kassen sind? Geld. Gib, gib. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Ich auch, aber ich häng's auch nicht so an die große Glocke. Trotzdem danke. Na? Lass mich doch da rein, Manu. Leiche. Kein Knopf, aber eine Leiche. Komm ich denn hier rein? Sucht. Weil hier ist auch kein Knopf. Sonst. Da komm ich da. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Tada. Was könnte es sein? Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren. Oh. Ich, nein, böse. Verdammt. Hi. Geh weg. Psst. Krass. Ich hoffe, er ist weg. Elizabeth. Warte doch auf mich. Auf. 0451. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Oh je. Hör mal, du hast recht. Push den Button, Bereich verlassen. Piu. Downtown Emporia. Schnell was trinken. Naja, war wohl nix. Schon leer. So. Sieh mal. Die Vox nehmen hier alles auseinander. Oh Gott. Oh oh. Oh. Alter. Denkst du dir nichts dabei und die knallen dich ab? Oh. Es sind so viele Leute, wo soll ich denn?
So, erstmal hier. Salze könnte ich. Danke. Ja, mach die mal da oben. Ich bleib so lange hier unten. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid, okay? Na, scheint fleißig zu sein. Hier ist nichts. Ah, ich befürchte, wir müssen uns da einmischen. Na gut. Für dich? Ja. Interessant, was alles unter der Stadt ist. Ich sehe keine Sau hier rumrennen. Was? Ich höre sie aber. Oh. Ah. Axtchen. Da. Schon dabei. Ne? Ach, die lümmeln da oben rum. Toll. Ich muss doch da irgendwo hochkommen. Oha, lass das, das ist unfair. Na. Merkt ihr das mal für nachher? Hm, ich muss irgendwie ganz hoch. So. Nein. Oh. Ich habe gerade ein wenig Angst, runterzuschauen. Nein! Toll. Alter, geh weg! Geh weg! Das ist mein... Mein Dach! Danke! Geh weg! Ma! Alter! Wo ist er? Da. Alter, kannst du nicht später nachladen? So. Mein Zweck. So. Danke. Da hinten ist noch wer. Danke sehr. Na, du mich auch. Dass ich dich selber in die Luft springen. Nächster, bitte. Okay, das sollte ich lassen. Diese Entfernung. Stipp. Puh. Salze, hier, bitte. Ja, jetzt wo er tot ist. Ja, dann gib. Hallo? Salze? Bitte? Hm. Puh. Was ist denn jetzt mit den... Ach, egal. Ich brauch dich nicht. Ich kann das auch alleine. Was will denn jetzt da oder da hinten rein? Hm. Schauen wir erstmal hinten, ja. Weil ich denke, das ist hier der Haupteingang. Komm. Was ist das? Hm. Ah.
Hemd, Pyromane. Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Opfer nehmen 3 Sekunden lang 400 Schaden. Nee. Wie gesagt, im Moment haben wir es ja nicht so mit Nahkampf. Nee. Toll, keine Salze mehr. Nein, wir kaufen uns jetzt keine Salze. Die wollte uns auch noch Salze geben. Manu. Manu, Manu, Manu. Naja, kriegen wir auch so hin. Und nochmal durchschauen. Sieht aber schlecht aus. Hüpp. Nix dabei. Schade. Schade, schade. Schrotflinte! Hey! Sweet. Revolver, hey! Da freue ich mich. Ah, sonst nichts mehr. Was ist das? Erhöht die Dauer von Betäubung. Was kostet das denn? Ja. Oh. Brauchen wir Geld? Wie war das nochmal mit den Salzen? Naja. Vielleicht hat ja noch einer der netten Herrschaften Salze. Aber offenbar nicht. Gut. Gesperrt. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Ist die Bank da? Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Tja. Meister hat eh schon kaputt gemacht, sagen wir mal ehrlich. Drecksfrei. Ja, sieht das sehr ansprechend aus. Ja, wenn wir uns an die erste Folge erinnern, alles schön hell, freundlich und jetzt so. Zurück an Absender. Hm. Sieht aber nicht aus wie der Postmann. Bäh. Ja, sieht zwar spaßig aus, aber weiß nicht. Nein. Ja, Moment. Gerade noch am Plündern. Bist du denn? Oh, so viel zum Shoppen. Ne, hast du auch was für uns? Ein Freund unten war schon ganz früh freundlich. In Deutsch schwer, ich weiß. Wahrscheinlich hast du deshalb nichts für uns. Naja. Nö. Nix dabei. Hast du was? Nö. Hier ist etwas Geld. Und hier sind irgendwo Gegner. Was ist denn jetzt mit dem Geld? Ey, die ist mich nur am Verarschen heute. Boah, blöde Kuh. Brauchen wir Geld? Ach, jetzt auf einmal. Kriegst auch keinen Danke von mir. Ernsthaft. Wieso kann ich denn? Ah, weil die davor stimmt.
Nein, nein. Bad. So. Na los, geh Salze suchen. Los. Psst. Na, ne? Ein Scharfschütze. Ja. Warte, ich brauch Salze. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht jetzt. Doch mal ein bisschen zu investieren. Da du mich ja hier nur belügst. Ja, 67 ist okay. So. Gehen wir mal.